Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt gerade da im dritten Bezirk, und zwar Schlachthausgasse in der Nähe, also genau gesagt Schnirchgasse. Da entstehen nämlich gerade von einem Immobilienentwickler entstehen da neue Wohngebäude bzw. auch ein Bürogebäude. Und mich interessiert das Projekt extrem. Ich habe es auch schon öfter bei Freunden besprochen, dass das sehr interessant ist. Jetzt stehe ich da gerade davor, also ich stehe gerade auf der Höhe von Downtown, da ist so eine Erhöhung, und da sieht man relativ gut, wie die drei Türme ausschauen. Ich habe mir zwar jetzt sicherheitshalber so einen Helm mitgenommen und Sicherheitsschuhe, aber ich war gerade vorher im Container drinnen von der Strabag, wollte eigentlich offiziell fragen, ob man irgendwie rein kann und sich das anschauen kann. Das war aber irgendwie nicht möglich. Vielleicht einmal ein paar allgemeine Sachen zum Projekt. Also wir befinden uns da jetzt im dritten Bezirk, wie ich schon gesagt habe, und zwar jetzt direkt neben dem Donaukanal. Also zwischen U-Bahn-Station Schlachthausgasse und Erdberg. Das heißt, man sieht im Osten sieht man den Prater, und im Westen, eigentlich kann man sagen, Nordwesten, sieht man in die Stadt hinein, was von der Lage schon mal sehr, sehr gut ist. Und ja, also wie gesagt, da kommen Wohnungen rein, beziehungsweise der eine Turm ist, glaube ich, ein reines Studentenheim, der ist auch schon verkauft. Und genau, in die anderen zwei Türme kommen Wohnungen. Unten sollen dann Geschäftslokale reinkommen. Und es soll auch eine große Grünfläche, beziehungsweise auf der Rückseite, also das sehen wir jetzt von da nicht, soll eine große Grünfläche kommen. Genau. Bei den Türmen ist es so, dass die alle so um die 120 Meter hoch sind. Also der erste hat, glaube ich, 112 Meter, der zweite 102 Meter, wenn es fertig ist. Und der dritte hat dann auch sowas um die 120 Meter. Also es ist schon ein recht hohes Gebäude für Wien, sage ich jetzt einmal. Also in New York wäre es wahrscheinlich nicht so groß, aber in Wien ist das schon groß. Genau. Also Baustart war im Jahr 2018, also eh noch nicht gar nicht so lange her. Und fertig werden soll es dann im August 2021. Das heißt eineinhalb Jahre, kann man circa noch sagen. Und das ganze Projektvolumen sind circa 300 Millionen Euro. Also alles zusammen. Also insgesamt hat man 6 Kräne da stehen. Die ganze Fundierung, also was heißt Fundierung? Fundierung ist das Fundament, auf dem die Türme stehen, sind Pfähle. Das heißt, man leitet die ganzen Lasten von dem Turm oder von den Türmen, leitet man weiter in den Untergrund, der tragend ist. Weil da ist natürlich eine besondere Situation, dass gleich dann in der Donaukanal geht. Das heißt, die Wasserhaltung von dem ganzen Projekt, also Wasserhaltung ist das Bauen praktisch im Wasser, ob man das abpumpt oder wie man damit umgeht. Und da ist es eben eine besondere Herausforderung, die Wasserhaltung, weil natürlich, wenn der Donaukanal so nahe ist, hat man natürlich enorme Mengen an Wasser, die man jetzt entweder wegpumpen muss oder die man irgendwo hinleiten muss. Das macht das Ganze nicht so leicht. Und da ist eben so, dass es eben auf Pfählen steht. Das heißt, die Lasten werden über die Pfähle dann tiefer noch in den Untergrund abgeleitet, dass das Gebäude auch dann fest steht, so wie es jetzt ausschaut. Also es dürfte ganz gut stehen, sonst wäre es eh schon umgefallen. Und was zwar ausschaut wie ein Kran, naja, ausschauen, also die Struktur schaut aus wie das Gestell von einem Kran, das sind die Unterstellungen. Die Unterstellungen sieht man da ganz gut. Das sind die Unterstellungen, die am Gebäude auch noch festgemacht sind. Die sind dann notwendig, damit man eine Auskragung auch noch betonieren kann, weil sonst kann man ja die Schalung nicht fixieren, die den Beton dann hält. Deswegen braucht man die Unterstellungen. Was mich auch mal interessieren wird, ist, wie lang der Kranfahrer von da oben braucht, bis er unten aufs Klo geht. Also, wenn ich die Zeit stoppe, ich schätze mal, was wir da brauchen für 100 Meter. Wird schon 10 Minuten wieder schon brauchen, oder? Schaut sich mal die Leitern an, die kleinen, die da
die kleine Leiter muss er darauf, bis er ganz oben ist. Also da überlege ich mir zweimal, ob ich aufs Klo gehe oder ob ich es noch zurückhalte. Ich stehe da gerade vor der Einfahrt im westlichen Teil eigentlich, also in Nordwestecke, bei Natürlich Nordostecke. Und zwar sieht man da sehr gut, wie die Autobahnauffahrt da überbaut wurde. Also das wurde auch neu gemacht, dass da eine Überführung praktisch über die Autobahn gemacht worden ist. Weil da soll dann laut Projekt ein Übergang kommen. Also ein Übergang von sagt man am besten von diesem Plaza, was da vorne ist. Sagt man Plaza oder Plaza? Keine Ahnung. Es soll dann ein Übergang kommen und es soll dann oben, glaube ich, Grünfläche werden, was ich weiß. Das heißt, es ist auch nochmal alles begehbar. Also alles, was man jetzt, oder ich glaube, das sieht man jetzt da oben, alles, was da überbaut worden ist, ist dann auch nachher als Grünfläche gedacht. Was ich an und für sich gut finde, weil erstens hat man weniger Lärm, weil du dämpfst natürlich dann den Lärm da von der Autobahnauffahrt, weil du das Ganze überdacht hast. Und zweitens mal kannst du nochmal mehr Platz haben oder kannst nochmal mehr Platz schaffen für Grünflächen, dass man die dann oben auch nutzen kann, was auch nochmal ein Vorteil dann ist, wenn man da sich zum Beispiel eine Wohnung kauft und auch dann vielleicht runterschaut auf die Grünfläche, anstatt dass man jetzt auf die Autobahnauffahrt runterschaut. Das ist zum Beispiel, wenn man oben Beton braucht, dann kann man natürlich entweder draufpumpen, aber wenn es nur kleinere Mengen sind, dann geht es auch in den Kübel. Das heißt, man füllt den ganzen Beton in einen Kübel rein und mit dem Kübel, den Kübel kann man raufheben und kann dann oben dann den Beton dann entleeren. Also das Reingefühl, der Kübel liegt dann an einem Seil und mit dem Kran wird das dann draufgebracht. Ich bin jetzt gerade am Videoschneiden da und ich komme gerade drauf, dass ich in meiner Hektik dort dann vergessen habe, den Schluss zu filmen. Also mache ich das jetzt geschwind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und konntet jetzt ein bisschen was lernen über das Projekt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Video hoffentlich. Tschüss, Baba!